Klimawandel macht Hüttenbetreibern zu schaffen. Vor allem steigende Temperaturen in den Bergen und zunehmender Wassermangel erschweren den Betrieb, warnt der Deutsche Alpenverein. Von rund 200 bewirtschafteten DAV-Hütten gäbe es bereits bei rund 10% akuten Handlungsbedarf, vor allem durch teure Umbauten. In Bayern könnte das künftig zum Beispiel das Reichenhaller Haus am Hochstaufen und die Hochlandhütte im Wettersteingebirge betreffen.